Peace, was geht, Leute? Wir sind gut in San Francisco angekommen. Man hat morgen schon laufen. Ich wollte gestern noch einen Vlog machen, aber irgendwie war der Tag so richtig chaotisch so. Ich habe zwischendurch ein bisschen gefilmt, vorm Fliegen, dann nach dem Fliegen, dann irgendwie abends gar nicht mehr. Ja, wir sind gut angekommen. Steve, ja, meine Masche. Steve am Start. Wir haben uns gestern gefunden am Flughafen irgendwie. Ich steige mir von hinten an. Hallo, du Wims. Ja, sind jetzt gerade hier bei unserem Couchsurfing-Host. Wir probieren zum ersten Mal Couchsurfing bei Suki. Richtig chilliger Typ, der hat uns gestern schon so ein bisschen in die Straßen geführt. Wir wohnen in so einer mexikanischen Straße in San Francisco, ziemlich zentral gelegen. Richtig coole Bars, kleine chillige Restaurants und ja, halt hier Streetfood, Fastfood und so weiter. Viel mexikanisches Essen. Wir sind so ein bisschen rumgelaufen und sind da mal rein, sind wir irgendwie in so einer Art Gallery gelandet. Und ja, ich habe da nicht mehr gefilmt, weil wir wollten erstmal unseren Host kennenlernen. Ich will auch nicht irgendwie hier jetzt irgendwie in eine fremde Wohnung kommen und erstmal die Kamera direkt ins Gesicht. Von daher werden heute mal anfangen, San Francisco zu erkunden. Also jetzt geht's erstmal irgendwie auf den höchsten Berg der Insel. Der Insel, Alter. Alter. Jetzt geht's erstmal auf den höchsten Berg der Stadt, wo man die ganze Stadt sehen kann. Später vielleicht noch ein bisschen arbeiten irgendwo in einem Coffeeshop. Und ich meine dann, ja, Golden Gate Bridge sicherlich. Sicherlich was, was man sehen sollte. Könnte man sich mal anschauen in San Francisco. Aber ja, erster Eindruck, ganz cool. Ich hoffe, dass ich heute mal irgendwie den Vlog auf die Reihe bekomme. Ich habe es gestern noch probiert, aber daraus kam echt gar nichts zusammen. Ich war überrascht, dass du es versucht hast eigentlich. Ich hab gestern hier so in dem Bett gelegen, so. Ich meine, hier pennen wir halt. So. Da haben wir uns irgendwie raufgequetscht, so. Ich habe dann noch probiert, irgendwie eine halbe Stunde aus dem Gewuse, was ich habe, irgendwas zusammenzuschneiden, aber ja. Alright. Dann lass uns mal San Francisco erkunden. So, wir sind angekommen. Erster Spot des Tages. Wir sind hier auf so einen Berg geklettert. Und wir haben eine massiv geile Aussicht hier auf die ganze Stadt. Hier hinten Downtown. Sieht man das überhaupt? Hier, richtig geniale Aussicht. Man sieht sogar so ein bisschen die Golden Gate Bridge schon. Da hinten, wenn man mal ranzoomt, sieht man sie da schon mal so ein bisschen, aber nicht ganz. Also wir müssen auf jeden Fall später nochmal Richtung Golden Gate Bridge und wir wollen halt irgendwie zum Sunset hin, dass wir ein paar coole Sunset-Shots von der Golden Gate Bridge machen. Was ein Spot, ey. Man sieht die ganze Stadt bis zum Hafen da hinten. Der Hafen, Downtown, Golden Gate Bridge, mega nice. Richtig geiler Spot, San Francisco bis jetzt, richtig schön. Mega schöne City und vor allem auch die Temperatur ist super angenehm. So, wir haben irgendwie, heute soll es bis 23 Grad werden und ja, besseres Wetter kann man eigentlich gar nicht haben, oder? Alright, wir chillen mal hier ein bisschen, genießen die Aussicht. Und jetzt Steve, ein paar Instagram-Banger. Wir haben ein paar Instagram-Bangers geshootet. Bangers incoming. It's really nice. Sagst du zum Spot? Fuck, ich bin immer zwischen Deutsch und Englisch jetzt, ne? Ja. Hier, Megaspot, Alter. Schau mal, die Aussicht, hey. Wie ist denn dein erster Eindruck von San Francisco? Scheiße, ne? Nee, ist mega Hammer. Also ich meine, wir haben ja nicht viel gesehen, aber das, was wir jetzt sehen, ist Amerika. So wie wir es halt auch so ein bisschen kennengelernt haben von europäischen Filmen, ja. Ne? Vor allem, wir freuen uns auch einfach, Downtown zu exploren, so die Cable Cars zu sehen, die übrigens mega teuer sind. Ein Daypass mit einem Bus kostet $5 und eine Fahrt mit einem Cable Car kostet $7. Das ist halt die typische Touristenattraktion. Wir gehen mal runter und exploren die City ein bisschen weiter und ja, ihr seid am Start, ne? So, Leute, was geht? Wir sind jetzt erstmal mit den Hügeln hier fertig. Wir sind noch auf zwei weitere, so, keine Ahnung, riesige Hills geklettert, wo man eine mega geile Aussicht hat auf die ganze Stadt, so wirklich fast 360 Grad. Man sieht den Hafen, man sieht ein bisschen was von der Golden Gate Bridge. Man sieht Downtown richtig, richtig geil. Bestimmt sicher richtig nice zur blauen Stunde.
Und jetzt geht's für uns Richtung Downtown. Wir haben natürlich einen Mordshunger und wie ihr es aus den anderen Vlogs schon kennt, ist Zeit für Junkfood, right? Time for Junkfood. Time for Junkfood. By the way, that's unser Host, Zuki. I don't know any German, but Currywurst. 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 Okay, wir gehen mal so ein In-N-Out suchen, In-N-Out Burger. Alright, let's go to In-N-Out. One eternity later. So, wir machen hier die nächsten Instagram-Bangers. Okay. Ja, wir sind jetzt in Downtown angekommen und finden hier nur coole Spots. Das ist voll genial. Alle Straßen sind so mega lang. Und ich meine, aus Europa kennt man diese Hochhäuser halt nicht so wirklich. Also, das ist schon geil, wenn man hier mal durchschaut. Was es hier für massive Häuser überall gibt. Deswegen müssen wir überall mal anhalten und ein paar Shots machen, einfach um die Momente festzuhalten. Und das Geilste, was man machen kann, einfach um ein paar coole Instagram-Shots zu finden. Einfach rumlaufen und die City exploren. Man findet immer irgendwelche coolen Spots. Es gibt so viele coole Spots in der City. Aber ja, wir sind hier erstmal durch. Wir sind gleich am Wasser vorne und machen uns mal auf den Weg zu In-N-Out Burger. Wir haben mega Kohldampf. Ich habe massiv Hunger, Mann. Ich habe Hunger. Junk Food Time. Freunde des Internets. Wir sind einige Zeit später, oder wir haben es einige Zeit später. Wir sind ewig durch die Stadt gelaufen. Wir wollten eigentlich irgendwie mal zum In-N-Out und keine Ahnung, sind da angehalten und hier angehalten und da Fotos gemacht und hier Fotos gemacht. Alle Instagram-Banger findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Profil. @SteveCaptures, @TiloWitting könnt ihr mal vorbeichecken. Ja, wir sind ganz schön im Arsch, wir haben mega Hunger gehabt. Wir sind extrem durch so. Vor allem Steve ist ja noch im Jetlag-Modus hier so. Hallo. Er fällt gleich tot um. Hab noch eine Jacke verloren. Und die Jacke auch noch verloren, ja. Wir blenden mal kurz das letzte Foto ein, als Andenken an die Jacke. Und ja, wir sind jetzt hier am Start. Die Golden Gate Bridge. Wir waren noch beim In-N-Out und haben uns noch ein paar Burger reingezogen. Und noch kurz im Starbucks ein bisschen gearbeitet, den Vlog angefangen so ein bisschen vorzuschneiden. Ich probiere, wie gesagt, die Vlogs irgendwie täglich rauszuhauen. Ja, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Wir haben nämlich gerade den Sunset verpasst, so, was ein bisschen schade ist. Von daher müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wir wollen über die Brücke laufen, also heute nur mal ein kurzer Eindruck. Auf jeden Fall massiv geile Brücke, so riesengroß. In echt wirkt das natürlich nochmal ganz anders so. Wirklich hier in echt zu stehen und sich die Brücke mal richtig in live anschauen zu können. Was sagst du so, die Fotos? VS Real Life, Golden Gate Bridge. Ich finde es gerade schwierig einzuschätzen. Also ich meine, es ist mega Hammer, ne? Aber ich finde es gerade. Wir haben halt kein Licht mehr jetzt gerade, was ein bisschen schade ist. Ja, ja. Wir sind hier zu letzten 5 Minuten irgendwie halt angekommen. Deswegen würde ich dich schon mal noch gerne sehen, halt mit voller Pracht hier, ne? Wir werden wahrscheinlich noch mal irgendwie morgen oder Montag zum Sunrise hierher kommen. Wir wollen noch einmal rüberlaufen, wie gesagt. Von daher, ja, war es das erstmal. Soweit aus San Francisco, voller Tag. Richtig schöne Stadt, hat bis jetzt richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind ziemlich durch. Ich will den Vlog auch noch schneiden, wir müssen Fotos bearbeiten, ein bisschen arbeiten. Und ich würde sagen, wir beenden den Vlog unter der Golden Gate Bridge. Ihr seht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Content von der geilen Brücke hier. Und ich will noch was sagen. Okay, sag noch was. Ich find's voll cool ja mit Thilo, ne? Okay. Alter, siehst du müde aus, Mann. Peace aus San Francisco, macht's gut. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Drohnenaufnahmen rein. Mal gucken, ob wir irgendwo starten können. Ciao. Hier. Comfy? Ja.